Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag. Und nachdem ich hier neulich erklärt habe, wie man mit einem Mikrofonvorverstärker, mit einem extra Mikrofonvorverstärker, den Klang seiner Aufnahmen noch ein kleines bisschen positiv gestalten kann, also den Klang natürlich seiner Mikrofonaufnahmen, bin ich ganz oft angeschrieben worden: Hey Jonas, ich habe jetzt den Mikrovorverstärker hier stehen, wie verkabel ich denn eigentlich mit meinem Interface? Da das relativ schnell erklärt ist, können wir das hier schön im Quicktip am Montag abhandeln. Und falls dir dieses Video gefallen sollte, also jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück doch einfach im Laufe des Videos irgendwann zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Wir gehen jetzt aber in Medias Res. Verkabelung im Studio folgt einer Regel folgt es auf jeden Fall. Ein Signal muss irgendwo reingehen und es muss irgendwo wieder rausgehen. Das sind im Prinzip die beiden Punkte, die man beachten muss. Damit kannst du sogar eine große PA-Anlage verkabeln, also wenn du das Prinzip beherrschst. Nehmen wir mal ein Mikrofon, da geht oben das Signal rein, ich singe da rein und dann geht es unten per Kabel raus. Dann muss es ja irgendwo wieder reingehen. Es geht hier rein in den Mikrofonvorverstärker, den ich hier genommen habe, in den Input. Da, XLR-Kabel wird angeschlossen, geht das Signal also rein. Jetzt wird es hier drin verstärkt und muss dann irgendwo wieder rausgehen. Das ist hier der Output, der Line-Output. Und gehen wir mal mit dem Kabel raus. Habe hier eins zurechtgelegt. Das ist ein symmetrisches Kabel, die man normalerweise im Studio benutzt. Falls du keins zur Hand haben solltest, kein symmetrisches Klinkenkabel, kannst du auch auf kurzer Strecke hier ein normales Klinkenkabel nehmen. So auf 30, 50 cm sollte das kein Problem sein. Falls dein Preamp nur einen XLR-Ausgang hat, dann nutzt du halt ein XLR-Kabel. Habe ich ja auch mal zurechtgelegt. Ne? Männchen, Weibchen hier. Steckt man dann einfach rein und auch da wird natürlich das Signal dann irgendwann rauskommen. So, also wir gehen hier mit dem Klinkenkabel raus. Und jetzt muss dieses Signal natürlich irgendwo wieder rein und das ist relativ zügig gezeigt. Ich nehme mal dieses Audio-Interface. Ich denke mal, dass einige von euch so ein einfaches Audio-Interface haben sollen. Die sind ja heutzutage wirklich in sehr guter Qualität schon zu haben. Und jetzt gibt es hier einen Eingang. Einige Interfaces haben hier hinten einen separaten Line-Eingang, dieses Interface nicht. Aber hier vorne sind diese Kombibuchsen dran und die sind im Prinzip dreifach jetzt beschaltet hier vom Hersteller. Einmal per XLR kannst du hier ein Mikrofon anschließen. Ne? Dann geht hier automatisch der Mikrofonvorverstärker an, der hier schon eingebaut ist. Den können wir nicht gebrauchen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Klinkenkabel einzustecken. Mache ich mal. Wenn dies jetzt ein Instrument wäre, was ich hier eingesteckt hätte, zum Beispiel ein Bass oder eine E-Gitarre oder eine Akustikgitarre mit einem Pickup, dann stellst du hier auf Instrument und dann geht hier, also kann ich bei diesem Interface zumindest machen, kann ich hier auf Instrument einschalten und dann geht hier die Vorverstärkung für ein Instrument an, die sehr stark ist, die Vorverstärkung, denn Instrumente haben relativ wenig Pegel, mit dem sie rausgehen. Da wir hier aber mit Line-Pegel, also mit Studio-Pegel aus dem Preamp rausgehen, gehen wir hier rein und schalten hier auf Line, dann ist der Preamp, der hier eingebaut ist, deutlich unempfindlicher und nimmt dann die hohen Ströme und den hohen Pegel entgegen, die im Studio normalerweise üblich sind. Regeln wir noch den Input hier komplett runter, falls du das machen kannst bei dir. Wenn dein Interface nur einen normalen Line-Eingang hinten drin hat, dann kann man den in der Regel nicht regeln, also zumindest nicht mit einem Poti. Aber hier runter geregelt. Damit sollten wir jetzt auf der sicheren Seite schon sein, hier verzerrungsfrei ein Signal reinzukriegen. Wie ist jetzt das weitere Prozedere? Du verstärkst also jetzt deine Aufnahme. Steckst das Mikro hier rein in den Preamp und bearbeitest jetzt mit dem Preamp dein Signal. Singst ein bisschen und sorgst dafür, dass es hier nicht übersteuert, wenn es hier im Preamp landet und vor allem auch nicht übersteuert rausgeht. Das kannst du überprüfen hier bei diesem Preamp mit einer LED-Leiste, die dir anzeigt, dass das Signal nicht zu laut ist. Wenn es hier im roten Bereich ist, ist es zu laut, dann musst du es so einstellen, dass es eben nicht im roten Bereich ist. Das Signal kommt dann hier im Preamp an und hier im Preamp hast du ja auch nochmal einen Indikator, der dir anzeigt, wie hoch der Pegel ist, mit dem das Signal da reinkommt. Sollte das hier im roten Bereich sein, obwohl du hier den Input schon runtergeregelt hast, dann musst du hier zumindest erstmal gucken, das ist ganz schön schwer hier, wenn man das so trägt, dann solltest du hier auf jeden Fall mit dem Output erstmal gucken, dass du hier runterregelst, damit das Signal ohne Übersteuerung hier in deinem Interface ankommt. Hast du ganz runtergeregelt und du schaffst es einfach nicht hier übersteuerungsfrei reinzukommen, dann gibt es oft die Möglichkeit, bei einem Preamp hinten nochmal den Pegel umzustellen. Kann man hier sehen, den Pegel, mit dem das Signal hier aus dem Preamp rauskommt. Da gibt es nämlich einmal plus 4 dB, das ist der normale Studio-Pegel mit einem sehr hohen Strom. Und man kann dann nochmal auf minus 10 umschalten, dann geht hier deutlich weniger Strom raus. Damit solltest du in 99,9% aller Fälle eigentlich ein übersteuerungsfreies Signal auch in dein Interface reinbekommen. Solltest du zu 0,1% von den Leuten gehören, die dann immer noch nicht übersteuerungsfrei reinkommen, dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Interface keinen Line-Eingang hat, sondern einen Mikrofoneingang, der eben im Prinzip dann nicht auf Line umgestellt werden kann. Du kannst dann immer noch
eine DI-Box dazwischen schalten. Wie das genau geht, kannst du auf meiner Homepage nachlesen im Blogartikel unter recordingblog.com. Und damit solltest du es dann auch schaffen, auf jeden Fall deinen Vorverstärker mit deinem Interface zu verkabeln. Aber in der Regel ist es so, wenn du die Verkabelung geschafft hast, ist der größte Teil der Strecke schon geschafft. Damit solltest du es möglich machen, dann auf jeden Fall ein schönes Mikrosignal aufzunehmen und auch zu gestalten. Wie gesagt, Video hier oben in der Beschreibung, hier oben in dem Link, da siehst du auf jeden Fall, was das tatsächlich ausmachen kann, wenn du mit einem Mikrofonvorverstärker aufnimmst. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, und wenn du noch Fragen haben solltest, dann schreibst du mir an jonas@recording-blog.com, und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou.